meine Damen und Herren. Ich danke herzlich für die Einladung. Ich würde, weil ich katholischer Priester bin, eigentlich am liebsten sagen, Schwestern und Brüder, weil das auch eine Generationenzusammengehörigkeit signalisiert, obwohl ich in den Augen von Generation Y ja zu den Gruftis gehören würde. Für jene, die überwiegend Englisch sprechen und denken, wird es nicht ganz einfach sein, weil das deutsche Wort Vertrauen sowohl mit Trust, Trust in, Trust you, als auch mit Confidence wiedergegeben werden kann. Es sind also die Begriffsfelder nicht deckungsgleich. Das macht manches ein bisschen verschieden. Da Vertrauen ganz wesentlich eine Erfahrungskomponente ist und das Sprachmedium, das der Erfahrung entspricht, die Erzählung ist, wird viel Erzählendes in meinem Referat sein. Ich habe gestern eine Sternstunde erlebt beim Gespräch mit André Heller. Und dabei ist mir etwas ganz besonders aufgefallen. Vieles in unseren Lebensgeschichten ist ähnlich, aber wir haben eine ganz und gar verschiedene Kindheit erlebt. Er hat Vater und Mutter fast in schrecklicher Erinnerung. Für mich ist unser Elternhaus, das wir zu Hause gehabt haben, ein so wunderbar harmonisches Elternhaus gewesen, auch wenn manches mal lautstark gestritten worden ist, aber das macht ja das Leben erst lebendig und der Lärm macht auch die Ruhe erst wünschenswert und umgekehrt, nicht? Und was Harmonie ist, weiß man auch erst, wenn man Disharmonie erlebt hat. Also meine Kindheit war ganz und gar anders. Ich hätte nicht ungern André Heller versprochen, wo, in welchen Erfahrungen für ihn Vertrauen gründet. Denn wenn er seine Eltern nur gefürchtet hat, kann auf diesem Grund Vertrauen nicht gewachsen sein. Etwas anderes. Man hat hier so sehr viel von Generation Y gesprochen. Ich kann mit dem Generationenbegriff nicht viel anfangen. Der Generationenbegriff ist, wenn ich richtig informiert bin, auf dem Ursprung von Familiengeschichten entstanden. In dieser Hinsicht habe ich 8 Generationen erlebt. Denn wie ich geboren bin, war noch eine Urgroßtante oder sogar 2 Urgroßtanten am Leben und heute habe ich Ururgroßneffen und Ururgroßnichten. Eine meiner Cousinen war mit 92 Ururgroßmutter. Und meine ältere Schwester wird mit 92 zum ersten Mal Großmutter. Also das heißt, da passt Generation einfach nicht. Und auf der Uni habe ich etwas Ähnliches erlebt, was mir den Generationenbegriff suspekt macht. Ich bin immer mit den Studenten Turnen gegangen. Am Universitätsturninstitut hat es Turneinheiten für Studenten gegeben und Turneinheiten für Professoren. Zu meinem 50. Geburtstag habe ich mir gedacht, es ist blöd, ich soll nicht so tun, als ob ich ein Student wäre und bin zum Professorenturnen gegangen und habe plötzlich gemerkt, die Studenten turnen aus Freude an der Bewegung und spielerisch. Wenn die Professoren turnen, turnen sie mit einer Verbissenheit und mit einem Fanatismus. Und es war so schlimm, dass ich mir in der ersten Turnstunde die Achillessehne gerissen habe und das daher nicht mehr gemacht habe. Ich bin dann langlaufen wieder mit den Studenten gegangen. Das war schöner. Und trotzdem, ich gehöre nicht in die Generation Y. Aber jetzt zum Thema. Das Thema ist unendlich aktuell und zwar gerade in den letzten Wochen und Tagen. Denn was im VW-Konzern passiert ist, hat das Vertrauen zu einer großen Industriesparte radikal zerstört
Und in den heutigen Nachrichten habe ich gehört, VW muss das Vertrauen wiederherstellen. Aber kann man Vertrauen wiederherstellen, wenn die Grundlagen zerstört sind? Es gibt die allgemeine Maxime, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das würde so bedeuten, auf welche Währung, wenn wir beim Thema bleiben, sollen wir uns verlassen? Sollen wir uns auf Vertrauen verlassen oder sollen wir uns auf Kontrolle verlassen? Und in den letzten Jahren sind Bereiche des Vertrauens zusammengebrochen mit katastrophalem Ergebnis. Wenn ich etwa denke an die Missbrauchsaffären in katholischen Internaten, ist plötzlich das Vertrauen zur Kirche als Institution, der man Kinder anvertrauen kann, radikal infrage gestellt worden und damit die Kirche als Institution auch wegen dogmatischer Intoleranz und anderer Dinge. Andererseits taucht eine Person wie Papst Franziskus auf und plötzlich ist die Einstellung nicht nur zu seiner Person, sondern sogar zu Erwartungen, die man der Kirche und der Christenheit gegenüber hat, wieder im Wachsen. Die Menschen haben eine Sehnsucht danach, vertrauen zu können und freuen sich daher über jeden Hoffnungsschimmer, der irgendwo auftaucht. Hier kann man vertrauen. Trust in oder to get confidence. Die Situation der Flüchtlinge, in der wir jetzt leben, ist auch für uns in diesem Zusammenhang des Vertrauens eine große Herausforderung. Müssen die Flüchtlinge Selbstvertrauen haben, in einer fremden Welt, in einer fremden Gesellschaft ihr Leben meistern zu können? Oder vertrauen sie, dass die europäische Kultur und Gesellschaft sie so gerne hat, dass man sich ihnen anvertrauen kann? Und da merkt man auch, jedenfalls von politischer Seite, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Wir dürfen denen, die kommen, nicht trauen, denn da können ja Terroristen dabei sein, da kann das und das und das alles dabei sein. Also auch in dieser gesellschaftlichen, gesellschaftspolitischen Situation des Flüchtlingsdramas spielt Vertrauen oder Befürchtungen oder Ängste eine ganz große Rolle. Wie sehr das Misstrauen die Politik regiert, wird deutlich, wenn man weiß, welches Gewicht Geheimdienste in der Welt haben. Denn der Geheimdienst beruht da auf Misstrauen. Das ist, ohne Misstrauen gäbe es keine Geheimdienste. Und was alles an Vermögen in Geheimdienste gesteckt wird und bis zu welchen Indiskretionen Geheimdienste fähig sind, ist ja eigentlich wirklich auch skandalös. Ich möchte in dem Zusammenhang auch von einer Erfahrung sprechen, im Zusammenhang mit dem Beitritt Österreichs zur EU. Ich habe damals eine ganz schwere Enttäuschung erlebt durch politische Verantwortungsträger in Österreich. Am 01.01.1995 ist der Beitritt erfolgt. 1994 war die Volksabstimmung über den Beitritt und die damalige Außenministerin Ferrero-Waldner ist nach Graz gekommen und hat eine große Veranstaltung für Studenten gehalten zur Vorbereitung der Volksabstimmung. Und das einzige Argument, das sie ständig wiederholt hat, wir werden etwas haben davon. Wir werden profitieren davon, wenn wir zur EU kommen, denn wir sind ein kleines Land, es wird dann alles größer sein. Außerdem
hat man von Europa gesprochen, aber nur Westeuropa gemeint. Man war damals, obwohl es schon 94 war, doch der Meinung, dass mit dem ehemaligen Eisernen Vorhang Europa und europäische Kultur verschwindet. Aber ich war so wütend, dass ich damals aufgesprungen bin bei der Diskussion, sagte Frau Minister, es ist eine Schande. Wir Österreicher bringen ein Selbstvertrauen und ein Europabewusstsein und eine Erfahrung mit, ohne die Europa überhaupt nicht vollständig wäre. Und es wäre eher zu fragen, was ist unsere Aufgabe und unsere Verantwortung, wenn wir in diesen großen Verbund kommen. Und weil man ständig nur von den Vorteilen geredet hat, meint man, wenn es keine Vorteile gibt, also dann schnell wieder heraus. Nicht? Ich war überzeugt davon, dass Europa überhaupt erst Europa werden kann, wenn Österreich dabei ist. Denn Österreich hat eine Vielvölkererfahrung und hat sich trotzdem auch damit abgefunden, ein Kleinstaat zu sein, ohne nur nachzuweinen, was allem war. Aber wenn man das Telefonbuch von Wien anschaut, dann weiß man, dass das eine europäische Stadt ist und dass die Identität der Wiener, wenn man von einer solchen reden kann, und auch das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen der Wiener ganz wesentlich dadurch bestimmt ist, dass ständig Leute zugewandert sind, die von anderswoher gekommen ist. Wie mein Bruder Nikolaus zu den Symphonikern gekommen ist, ist dort noch Tschechisch gesprochen worden. Und wie der Kardinal Beran im Jahr 48 in Wien war, hat er im Stephansdom eine Messe gehalten und da ist nur Tschechisch gesungen worden. Nicht? Und die Leute haben sich als Wiener gefühlt und waren da zu Haus. Nicht? Dann will man heutzutage Menschen Angst machen, wenn Fremde kommen, statt sich zu freuen, dass unsere Kultur wieder einen Zuwachs bekommt. Ja. Aber das hat mit Vertrauen, mit Selbstvertrauen, aber sicher auch mit Bedacht zu tun. Selbstvertrauen und Vertrauen muss nicht blind sein und darf nicht blind sein und dennoch ist es nicht zulässig zu sagen, Kontrolle ist besser, denn Vertrauen wäre gefährlich. Worin gründet individuelles Vertrauen? In der Regel in der Begegnung mit Menschen, bei denen man spürt, er oder sie meint es gut mit mir. Daher, ich kann mich ganz anvertrauen. Das muss nicht immer Güte sein, die zum Ausdruck kommt. Ich kann mich erinnern, dass wir Lehrerinnen, die streng waren und von uns etwas gefordert haben, mehr Vertrauen entgegengebracht haben, als die, die immer nur lieb waren und wo nichts weitergegangen ist. Nicht? Also Forderungen zu stellen, auch unangenehme Forderungen zu stellen, muss nicht heißen, ich meine es nicht gut mit euch, sondern gerade weil ich es gut mit euch meine, darf ich und muss ich auch etwas von euch verlangen. Auf dem Hintergrund des Vertrauens sind auch Erfahrungen von Unglück leichter zu ertragen, weil Vertrauen nicht nur ein individuelles sich angenommen fühlen bedeutet, sondern weil es Vertrauen auch als ein Klima gibt. In einem Klima des Vertrauens groß zu werden, ist etwas Wunderbares. Aber ich kann hier nicht sagen, wie es möglich ist, ein Klima des Vertrauens herzustellen, wenn es einmal zerstört ist. Und zurzeit ist das Vertrauen zu Institutionen weitestgehend gestört.
Man wird auch sagen können, dass etwa Politiker und Parteien weitgehend das Vertrauen der Bevölkerung verloren haben, weil sie sich oft mehr selbst inszenieren oder auf das Ergebnis von Wahlen schielen oder schielen müssen. Und trotzdem, in dem System politischer Parteien werden sich eigene Initiativen, so notwendig sie sind und so viel Vertrauen sie zu verdienen und so viel Förderung verdienen, ganz schwer durchsetzen können, weil halt in einem demokratischen System Stimmen gezählt werden und nicht Ideen gewogen werden. Ich halte es für möglich, wenn etwa in Oberösterreich oder in Wien der Populismus siegt, dass ernstzunehmende Menschen sich fragen müssen, ob die nur zählende, stimmenzählende Demokratie überhaupt die richtige politische Gesellschaftsform ist. Aber dafür, darum kann man auch nachdenken. Vertrauen lässt, so wichtig es ist, lässt sich nicht inszenieren. Es lässt sich nur in aller Ehrlichkeit und persönlich authentisch wecken. Vertrauen entsteht nicht durch Belehrung, sondern Vertrauen entsteht ausschließlich durch Erfahrung. Und durch die Erfahrung, wir sind nicht für uns selbst da, sondern sind für euch da. Ich bin für dich da, wir sind für euch da. Das kann in allen Spielregeln abgewandelt werden. Zum Vertrauen gehört auch eine verständliche und redliche Sprache. Das ist etwas, was mir ganz besonders wichtig ist, denn Sprache ist das wichtigste Mittel der Verständigung und zugleich die hauptsächliche Ursache für Missverständnisse. Und zwar sowohl wegen einer täuschenden Sprache, aber auch wegen einer schlampigen und wenig bedachten Sprache, die zwar immer noch verständlich ist, aber nicht sauber. Ich habe selber Sprecherziehung unterrichtet, weil auch die Phonetik der Sprache etwas unheimlich Wertvolles ist. Sprache ist Musik, Sprache ist Leben, Sprache ist Plastik und so weiter. Deshalb spreche ich prinzipiell in so einem Raum viel lieber ohne Mikrofon, damit, weil ich meine Stimme dem Raum anpassen möchte, als so zu reden, als wenn ich in einem Kammerl wäre, weil ohne dies jeder hören kann. Nicht? Es ist schade, wenn man durch die Mikrofonsprachen dazu genötigt wird, wenn man mikrofongerecht zu sprechen versteht, immer wie im Kammerl zu sprechen, weil es entsteht eine Unwahrhaftigkeit. Aber ich möchte ein paar Wörter herausgreifen, die in ihrer richtigen Bedeutung und richtigen Verwendung auch wieder für das Wachsen des Vertrauens wichtig sind. Das ist etwa das Wort Schuld. Schuld kommt von dem Gesollten, das nicht getan worden ist. Sehr oft wird im öffentlichen Leben anstatt von Ursache von Schuld geredet. Schuld war das Aquaplaning, dass ein Unfall passiert ist. Das Aquaplaning kann nicht schuld sein, weil da hätte nichts gesollt sein sollen, sondern es war Ursache. Oder Schuld ist der Regen, Schuld. Und dann ein zweites, und zwar damit wird das Gewicht des Wortes Schuld so verdünnt, dass man meint, Schuld, das ist ja nichts Besonderes. Und demzufolge sagen viele Leute, ich entschuldige mich oder nur Entschuldigung. Sehr oft habe ich im ORF schon gehört, wenn eine kleine Störung war, wir bitten um Entschuldigung für die Störung. Erstens ist eine Störung keine Schuld, wenn nicht grobe Nachlässigkeit die Ursache war. Aber wenn wir wissen, welches Gewicht das Wort Schuld hat, weiß man, man kann sich selbst nicht entschuldigen. Man kann nur um Entschuldigung bitten. Und das setzt voraus, dass man weiß,
persönliche Beziehung ist gestört, weil etwas Gesolltes nicht geschehen ist, weil man einem anderen etwas schuldig geblieben ist und nur der, dem man etwas schuldig geblieben ist, kann entschuldigen und auf diese Weise Versöhnung wiederherstellen. Und gerade im Hinblick auf das Vertrauen ist es besonders wichtig, dass man mit dem Phänomen Schuld auch diesem Phänomen und dem Gewicht dieses Phänomens entsprechend umgeht. Und das haben wir verlernt. Und so meinen wir, dass alles korrigierbar ist, selbst korrigierbar, ohne einen anderen um etwas zu bitten, was einen freilich in eine unangenehmere Situation bringt. Dann ein anderes. Vor etwa 12 Jahren hat man gesagt, auf gleicher Augenhöhe miteinander reden. Das war ein gutes Wort, vor allem, weil man sieht, dass es sehr große und sehr kleine Leute gibt und dass daher das gemeinsame Gespräch schon dadurch beeinflusst wird, wie groß jemand ist. Auf gleicher hat man weggelassen und man spricht nur noch von einem Gespräch auf Augenhöhe. Man weiß ja, was man meint, aber es ist nicht korrekt ausgedrückt. Ein Gespräch auf Augenhöhe gibt's nicht, sondern entweder auf gleicher Augenhöhe oder auf unterschiedlicher Augenhöhe. Und da das Gespräch auf gleicher Augenhöhe notwendig ist, man kann nur entweder die Kleinen auf den Arm nehmen, wer möchte schon auf den Arm genommen sein, oder die Großen haben sich auf den Bauch zu legen oder in den Dreck zu legen, um mit den Kleinen auf Augenhöhe zu kommen. Ich hätte immer gern, weil ich in der Ökumene tätig bin, einmal ein Ökumene-Kabarett oder Karikaturen, wie Ökumene aussehen müsste, wenn auf gleicher Augenhöhe geredet wird. Nicht? Die koptische Kirche mit der römischen Kirche, das ist so ein Zwerg und so ein Riese. Wenn der Riese am Bauch liegt, muss er sogar noch am Bauch rutschen, um mit den Augen hinunterzukommen. Nicht? Aber Gott hat sich in der Versöhnung mit uns und damit wir uns ihm anvertrauen können. Er hat sich selbst erniedrigt, war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Er ist für uns zum Schuldigen geworden, um uns zu entschuldigen und um auf gleicher Augenhöhe mit uns zu leben und zu sprechen. Und dann schreibt Paulus, seid so gesinnt, wie Christus war. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich, wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Aber dann noch schlimmer, sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich, war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum sind wir gerettet. Also zerstörtes Vertrauen kann nur wiederhergestellt werden, sehr mühsam, nicht durch irgendwelche Tricks oder durch irgendwelchen den Menschen gefallenden Populismus, sondern indem tatsächliche Schuld überwunden wird durch Vergebung. Und die Vergebung kann nur der aussprechen, an dem man schuldig geworden ist. Und auf diese Weise kann Vertrauen neu begründet und neu geweckt werden. Ich weiß, dass in vielen die Zeit überschritten worden ist. Ich will meine Zeit unterschreiten, denn wichtiger ist es mir, Ihnen einige Anstöße zu geben zum selber Nachdenken, wobei es mir aber ganz besonders wichtig ist, darüber nachzudenken, ob eine Zukunft auf Vertrauen, auf nüchternem Vertrauen, auf realistischem Vertrauen aufgebaut werden kann oder ob die gesellschaftlichen Gegebenheiten uns dazu zwingen, der Kontrolle den Vorrang zu geben. Das wäre sehr, sehr schade. Danke für die Aufmerksamkeit.